Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und sollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir von einem Rare Mob hier in Maldraxxus uns erspielen können. Und zwar zeige ich euch mal, wo wir jetzt einmal sind. Wir befinden uns in Maldraxxus und hier unten auf den Koordinaten 33, 79. Dort haben wir einen Rare Mob, der schimpft sich Kriegshetzer Malkorak. Der spawnt etwa da, wo die ganzen Mobs liegen. Der wurde auch gerade schon umgeboxt. Und hier ist es so, dass wir einmal nicht nur gegen ihn kämpfen, sondern auch noch gegen seinen Mount, den Kriegshauer. Und so sieht dann auch etwa das Mount aus. Ihr müsst hier einmal komplett nach hinten durch. Ich denke mal, für der eine oder andere war hier auch schon wegen dem World Boss und oder wegen verschiedenen Kisten oder World Quests, die hier sind. Heißt, hier sind einige nervige Mobs. Und dementsprechend ist der Boss auch ein wenig stärker. Ihr solltet wahrscheinlich am besten eins für Leute sein, um ihn umzuboxen. Was für eine Dropchance hat der Gute? Er hat eine 2%ige Dropchance, also nicht allzu hoch. Man kann ihn täglich abfarmen. Die Respawn-Zeit, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau. Ich habe ihn bis jetzt noch nie gekämmt. Es sind eigentlich meistens Gruppen drin. Wie findet ihr in einem Tool hier eine Gruppe? Und zwar schaut ihr einfach rein. Warbringer Malkorak. Ich gebe meistens Mal und dann dieses Apostroph neben dem Ä ein. Und dann finde ich hier eigentlich eine Gruppe. Hier ist jetzt zum Beispiel gerade eine drin. Gut, die ist im War-Mode off. Aber wie gesagt, da sind eigentlich den ganzen Tag irgendwelche Gruppen drin oder ihr campt ihn ein bisschen. Ich denke aber, dass die Spawn-Zeit schon eine halbe bis eine Stunde sein wird, da er oft nicht da ist, wenn ich hier nach oben laufe und ich dann immer über Gruppen reinhopp und ihn umhau. Ich habe ihn jetzt die letzten Tage mit verschiedenen vielen Chars umgehauen, teilweise mit auch einigen Twinks, die Stufe 50 sind. Wenn ihr den mit einem Stufe 50 Char oder halt einem nicht 60 Char umhaut, das geht. Ihr könnt auch das Mount erhalten, aber ihr könnt das halt erst ab Stufe 60 lernen. Müsst ihr euch halt selber überlegen, will ich mit einem Char den Boss farmen, mit dem ich es dann eventuell erst lernen kann, wenn ich ihn auf Max-Level spiele, oder farme ich ihn halt nur mit Max-Level-Chars. Das kann man sich entscheiden. Übrigens, kleiner Bonustipp, wenn ihr einen Low-Level-Char habt, hier sind ja nur Elite-Mobs, ihr könnt euch mit dem Low-Level-Char hier hinter die Tür stellen. Und hier spawnt der Boss, solange die Tür zu ist, aggroht ihr den Boss nicht. Komisch. Und die Mobs da hinten aggroht ihr mit 50 auch nicht. Also ich habe hier auch ein paar Chars abgestellt, die 50 sind hinter der Tür. Sobald ihr die Tür aufmacht, greift euch der Boss halt an. Ne? Also ihr müsst halt da ein bisschen gucken, dann hoppe ich in eine Gruppe rein. Tag den Boss, loote ihn und lock dann wieder aus. So habe ich den unter anderem gefarmt. Hatte jetzt Glück aber, dass ich ihn hier mit einem Twink, der Stufe 60 ist, bekommen habe. Dementsprechend habe ich den schon auf Max-Level und wir können dann einmal das Mount lernen. Das schimpft sich nämlich Pustelrücken-Bluthauer. Das machen wir jetzt einmal und dann schauen wir uns das mehr oder minder hübsche Viech an. Pustelrücken-Bluthauer. Das sieht ähnlich aus wie das Mount, das er auch selber reitet. Und ja, ihr seht, das ist so ein untoter Eber. Schauen wir mal das Mount Special an. Also für Eber-Fans ist es auf jeden Fall eine schicke Sache. Es gibt ja verschiedene von diesen Ebern in verschiedenen Farbausrichtungen. Hier, das ist ein bisschen dunkler gehalten. Ich würde sagen, das ist so ein grau-lila irgendwas in die Richtung. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und ja, wieder ein Mount mehr in der Sammlung. Ich zeige euch nochmal kurz die Koordinaten. Also hier unten bei 33, 80, 79, so um den Dreh rum. Okay, das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.